Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Layers of Fear, genau. So heißt Irgendwann, das Spiel. ja. Genau. Und Wir können den Raum eigentlich schon wieder verlassen, ich glaube, wir hier. verlassen den Raum. Ich glaube, Ich finde es hier hier nichts ist. Interessantes, oder? Nee. All meiner Kraft schaffe ich es nicht, jetzt die leichte Holzbox zu öffnen. Nee. Vielleicht hast du auch Holzhände. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen Naja. nach unten drücken, um den Deckel nach oben Es zu war ziehen. nichts drin Verstehe außer nicht. seine Ausrüstung. Okay. Warte, warte, eins noch. Schau mal über die Tür. Oh, geht's Nee, weiter. über die Tür. Warte. Oh, okay. What if you fail? Das haben wir letztes Mal, glaube Aber ich, nicht Frage gemacht. stelle ich mir täglich. Ja. Vor Ah, das jeder ist ja Klasse. dieses unheimliche Ja. Bild mit dem Scary Movie Murder. Der Ghost Murder. Dem Nee, Scary, eins ist das Scream Murder, wie ja. Scary Movie Murder den Typen von Texas Chainsaw Massacre irgendwie an Galgen zieht oder vom Galgen Leatherface. Der schaut losschneidet. echt ein bisschen aus wie Leatherface. Okay, Leatherface, genau so ist der. Ja. Ach, der erste Texas Chainsaw Massacre. Cooler Film. Warte mal, Moment. Junge Dame, wo willst du denn hin? So jung ist die nicht. Eine Dame ist es auch nicht mehr. Macht keinen Sinn, in diesen Raum reinzugehen. Und deine Füße unter meinen Tisch stellst. Okay, ne. Was ist das denn? Ist die ganze. Der Ink, sozusagen, die Ah, okay. Farbe. Getrocknete Müll. Stimmt, wir haben herausgefunden in der letzten Folge, dass er eine Ölquelle unter seinem Haus Ja. hat. Und, glaube ich, reich Oh, ist. das Kinderzimmer. Okay. Schöne Farben. Naja. Jetzt, wenn du meinst, dass sowas passiert, dann, wenn du aus so einer Künstlerfamilie kommst und meinst, oh, mein Kind muss auch Künstler werden. Diese blöden Plagegeister, die malen dir einfach die ganzen Wände voll. Ja. Und schreiben irgendwas auf deine guten Ziegelsteinwände, die hinter jeder Tür sind. Delirious, okay. Das sind doch alles so. Warte mal, Delirious. Jetzt kommt doch sicher wieder sowas. Warte mal auf. Ich versuch's. Das ist Selfish. Teil des Hauses, das ist ja cool. Ja, selfish. Ja, genau. Das sind doch alles so möchte gern progressive Bandnamen, oder? Ja. Und Drunk. Das ist die Punkband. Drunk. Oh, okay. Oh, ein Oh. rosa Pony. Das soll ein Pony sein. Also das Kind ist eindeutig nicht begabt. Auch wenn es vielleicht nur Das 3 Jahre alt ist hat oder er gemalt. so. Sein neuestes Werk. Ja, mit den Wachsmalstiften ist das halt nicht so leicht. Oh, das Haus ist fertig. Das ist wahrscheinlich Ich musste unser Haus hier, da durch unser die Tür. Anwesen. Ja, wahrscheinlich, oder? Das wäre so cool. Hallo. Das wäre so cool. Schade. Schade. Wow. Oh, okay. Aber das ist auch so ein Klischee, nicht so ein Horrorfilm-Klischee, dass Kinder Wir hatten das doch aber auch gelesen, dass irgendwas mit dem Hund passiert ist, gell? Wenn ich mich nicht sehr täusche. Echt? Oder, also wir hatten auf jeden Fall mal so ein Hundebild, was verbrannt ist. Oh, okay. Und die Familie hatte mal einen Hund. Naja. Oh. Vor allem glitzert der, funkelt der so. Ganz interessant. Der muss funkeln. Der Hund ist an einem Grafikfehler gestorben. Ja. Gottes Willen, dreh dich mal um. Nee, okay. Doch, der geht jetzt rein. Nee, hat sich nichts getan. Okay. Wer flüstert? Alter, das ist. Wir sind hier alleine in dem Haus. Wer flüstert denn da so rum? So in der Scheiße. Das sind wir die Oh. Nachbarn. Ja, wirklich. Okay, müssen wir jetzt hier so Teestunde spielen mit dem. Cool gemacht. Oh. Five Nights at Ist wirklich Freddy's. einer der. Oh, der macht gleich so einen Jumpscare. Zumindest in Five Nights macht er das immer. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I? Well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Wahrscheinlich Tja, den so ist das. Geburtstag seines Kindes vergessen. Tochter, wie wir, glaube ich, mitbekommen haben. Ich bin überfragt. Ich Uiuiui. bin überfragt. Ja, das meinte ich damit. Kritzeln alles Das ist voll. wie so die Verkehrsschilder in so einer Großstadt irgendwie. Ja. Du checkst gar nichts mehr. Ich habe heute einen interessanten. Sogar bei Reddit hat das sogar einer geschrieben, was ich mir auch schon seit Ewigkeiten denke. Was passiert denn, wenn 4 Leute gleichzeitig an der Kreuzung ankommen? Das macht mich. Ja, die Frage haben sich schon mehrere Leute gestellt. Da muss halt einer Ja, aber es gab halt irgendwie. wirklich so einen ganzen Subreddit davon, wo sie einfach nur die Frage davon zu Oh. beantworten. Ja, da muss halt. Ja, Ja, okay. einer muss auf Alle mal seinem. gebuhlt. Da muss halt einer einfach Vorfahrt gewähren. Ja. Ja, aber Aber wenn alle ich meine stur nicht. sind, dann kommen. Ich meine, Dann. das ist ein pure Anarchie. Ganzes System bricht zusammen. Moment, warte mal. Das soll das so sein? Ich glaube schon. Okay.
Das muss brennen. Huh? Das ist ja auch gerade. Ist das Bild gerade verändert? Nee. Ich weiß nicht. Sah so aus. Ist da was vom Fenster? Oh, Mann. Ja, natürlich ist was vom Fenster. Oh, Kinderschuhchen. Sweet Jesus. Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Dann stark reduziert. Ja, entweder verbrennen die Sachen oder, ja, oder verkaufen sie für Leute. Wenn es ein Junge wird, dann ziehen es halt auch viel Mädchen. Jetzt haben die Sachen schon gekauft. Ja. Boah, da habe ich auch so ein. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie der heißt. Es gibt so einen Horrorfilm, wo das. Ich spoilere euch jetzt einfach mal eiskalten Horrorfilm, wo ihr nicht mal wisst, wie er heißt. Und nur wenn ihr ihn schaut, wird. Ja, also es gibt auf jeden Fall so einen Horrorfilm, wo das die Quintessenz ist, dass das eine so ein Junge wie so ein Mädchen aufgezogen wird. Aber ich habe es schon wieder echt vergessen, wie der hieß. Das ist auch. Meinst du Billy Elliot? Ganz nee, Billy Elliot, I Can Dance. Warte mal. Okay, immer noch die gleichen Schuhe. Ja. Nee, das ist auch die Sache, es gibt ja, also das Horrorfilm-Genre ist so massiv und man hat halt in seinem Leben, weil man ja alles schaut, was man Horror so findet, hat man so viel Zeug gesehen, wo man nicht mal mehr den Namen finden kann. Och komm, so hässlich bin ich dann. Ich glaube, im Spiegel hättest du sowieso nicht viel gesehen. Oh, okay, das schaut aus wie ein großer Mann, der einen irgendwie so einen leblosen kleinen Körper trägt. Das ist meine Interpretation. Und die Sonne scheint. Und die Sonne. Und Sun. Sun ist scheinig. Ui. Ja, das schaut aus wie ein. Wie eine Kinderleiche. Jetzt interpretiert doch nicht so viel in so Kinderkraxeleien rein. Mein Gott. Das ist auch so cool, es gibt das ist ja geil. Es gibt so ein Silent Hill, Shattered Memories heißt, das ist komplett anders, so ganz neue Story und alles. Und da bist du dann zwischendrin immer mal bei so einen Sequenzen bei so einem Psychiater. Und je nachdem, wie du Fragen beantwortest, oder zum Beispiel lässt er dich auch mal so ein Bild, wie so ein kleines Kind, so ein Bild von so einem Haus ausmalen, farblich. Und dann triffst du irgendwann später im eigentlichen Spiel, kommst du zu diesem Haus und dann schaut es halt genauso aus, und wenn du das komplett rosa gemalt hast, ist halt so ein rosa Haus da irgendwie. Ein gebrochenes, trotzdem noch Schlag. Ist das ein Raucherherz? Ja. Okay, gut. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Das ist einer von diesen. Nee. Okay. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Nee. Ah, ich glaube, wir müssen. Schon mal. Da fehlen Spielfiguren. Ich glaube, wir müssen mal finden. Wie viel? Ich habe damit noch nie gespielt. Du kannst es ja. Also. Vier schwarze, ja. Also ich sehe okay. zwei weiße und. Ne, ich glaube nur zwei weiße Filme. Zwei weiße Filme. Ja. Ich habe da mal auch nie gespielt, aber du weißt ja, das ist. Man kann sich ja irgendwie dann doch zusammen. Dass beide Spieler gleich viele Figuren haben wahrscheinlich, ja. Das ist ja nicht Herr und Dame. Nicht Dame und Mühle und das ist alles ganz irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht tue ich den Spielen total unrecht, aber für mich sind das irgendwie alles so. Ist das alles so Schach für Arme irgendwie? Es gibt, da fällt mir ein, mich erinnert Dame immer mehr an, es gibt Go, das ist das japanische Schach. Das muss ja auch viel komplexer sein als. Ja, aber das ist auch so, also von den Spielfiguren ähnlich, das ist ja auch, dass du nicht so einzelne. Also wie. Also dass alle gleich stark sind sozusagen. Oder das ist, ich glaube, es gibt nur zwei Typen von Figuren irgendwie. Genau. Aber ich habe es auch nicht gespielt, kann's auch nicht. Oh Gott! Wird schon von so kleinen Schaben weggetragen. Ja. Okay. Ich glaube, müsste jetzt komplett sein, oder? Ja. Oder? Ja, wahrscheinlich hat sich der Raum jetzt wieder verändert. Kannst du mal schauen. Ja, oder es hat einfach gar nichts gemacht. Es hat sich angehört, als wäre irgendwas aufgeschlossen worden. Ah, da vorne ist eine Tür. Die war mir noch nicht geradeaus. Ich tipp mal, die wäre wahrscheinlich abgeschlossen gewesen, wenn wir das nicht. Ist da denn so ein Stuhl? Das ist auch so geil. Hast du Poltergeist mal gesehen? Nee, leider nicht. Ich kann ja einzelnes, also das ist jetzt nicht so handlungsrelevant oder so, ich kann so eine coole Szene halt mal erzählen. Ist auch irgendwie so die Mutter im Haus, steht so in der Küche, macht gerade Frühstück, kommt dann irgendwie, hat irgendwie so einen Stuhl so direkt an den Tisch geschoben, geht kurz weg, kommt dann wieder und schau mal, da oben steht was. Ja, zieh ruhig weiter. Ich will jetzt nicht zu viel Relevantes machen. Nee, mach doch ruhig. Ich glaube, da passiert eh nicht viel. Okay. Auf jeden Fall geht sie dann
geht sie dann kurz weg, also Kamera schwingt auch weg und dann geht sie zurück und dann steht der Stuhl wieder da, bevor, wo er war, bevor sie ihn hingeschoben hat. Und sie schaut halt so und denkt da einfach so nach und das ist halt so geil, weil du in ihrem Kopf halt siehst so, hä? Was ist gerade passiert? Habe ich den nicht hingeschoben? Weißt du, wie du dann auch selber immer denkst, okay, habe ich das jetzt nicht gerade gemacht? Die man halt, die viele wahrscheinlich schon selber irgendwie erlebt. Ja, genau, habe ich das nicht gerade gemacht und sowas? Wird immer schwärzer, schon mal. Ja, und auf jeden Fall, ich glaube, das Bild ist hier ein. Und auf jeden Fall geht sie dann nochmal weg, schiebt den Stuhl wieder ran, kommt, auf einmal kommt so ein Knall und sie geht zurück und die ganzen Stühle sind komplett in so einer Art und Weise gestapelt, wie es halt fast gar nicht geht, so pyramidenförmig, irgendwie so nur von wow. unten rauf und stehen dann einfach so auf dem Tisch. Und dann, weißt du, so ungefähr so. Und auf dem Moment ist klar, okay, da stimmt irgendwas nicht. Stimmt tatsächlich irgendwas. Das ist Wasseradern im Haus. Okay. Und das ist halt so ein geiles Ding, wie du... Jetzt geh mal durch irgendeine Tür. Ja, hier ist es, glaube ich, so viel relevantes Zeug. Und ich wollte hier das nicht unterbrechen. Also, okay, ich glaube... Da zeigt uns der Pfeil mit Kopf ab. Finde ich nicht schlecht. Boah, wow, hier... Wow. Oh. Alter Schwede. Was war das? Okay. Wer ist da dem Fall mit dem abgedrehten Kopf nachgegangen? Ich glaube, das war die Alte. Wahrscheinlich, ja. Oder das war Alma, die von 4 irgendwie zu Layers auf 4 rübergewechselt ist. Nee. Ach, 4. Eine tolle Reihe. War auch nur der erste richtig geil. Ja. War der dritte im Koop zumindest ganz annehmbar. Passabel. Aber überhaupt nicht mehr gruselig. Nee. War der zweite auch schon nicht mehr. Der zweite hat ein unfassbar geiles Ende. Okay. Talking behind our backs. Okay. Ja, yeah, eindeutig. Hm. Gehen wir trotzdem müssen wir weiter. Ja. Warte, dann gehen wir zurück. Okay. Vielleicht schaust du mal regelmäßig über den Türen, steht immer öfters was. Ach so, okay, ja. Weiter gab's. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob es da war, aber irgendwo stand halt was Cooles und da kann es auch sein, dass wir es verpasst haben. Ist auch nicht so tragisch. Es wird progressiv immer schmutziger, das ist ja immer der gleiche Raum irgendwie. Sag ich ja. Progressiv immer weiter vollgekritzelt. Ja, wenn die ihren Scheiß können auch Waffenstifte kaufen. Oh Gott. Okay. Ist der Stuhl jetzt frei? Das ist ja cool. Das ist tatsächlich immer lustig. Schaut echt cool aus. Hm. Naja, gehen wir mal. Trotzdem mal weiter, wenn es denn geht. Ja. Das ist doch besser. Das war ja leicht. Ja. Okay. Oh, oh. Okay. Diese verdammte Puppe. Oh, okay. Okay. Nee. Langsam in die Anomalien irgendwie ein unheimliches Ausmaß. Ja, nimm lieber mal die andere Tür. Also nee, nicht die, so, da kommen wir her. Sondern die andere. Ich glaube, manchmal muss man einfach nur abwarten, was passiert. Oh, das ist eine Eingangshalle, kann das sein? Hm. Oder auch nicht. Wird einfach... Oh, Puppe. Das Kind malt alles voll, überall platziert seinen blöden Puppen. Was ist das? Ich kann es gar nicht erkennen. Das ist so eine kleine... Holz. Wie heißen diese Schneekugeln? Schneekugeln, oder? Ja. Okay, gut. Nichts. Wir waren hinter vor. Ich bin mal gespannt. Achso. Nichts. Absolut. Der ist nichts. Aus massivem Beton. Hallo. Oh, schaut er denn aus? Auch nicht so gut. Oh, ich mag mich gar nicht umdrehen. Ich muss jetzt zum Häuschen. Knusper, Knäuschen. Keine Ahnung. Wer mordet in meinem Häuschen? Oh, das hört sich alles nicht gut an. Oh. Ja, komm halt her mit deinem Jumpscare. Ui. Jetzt geben sie uns halt ihren Jumpscare. Was die denn? Sind da. Oh Gott. Oh, ich muss mit dem Trinken aufhören. Okay, das hat mich jetzt echt ein bisschen so. Wow! So geht das also.
Oi. Oh Gott. Komm her. Komm her. Ich krieg dich, krieg dich. Okay. See where this is going. Das war hart. Ich glaube, das führt zu nichts. Ja, ich glaube, das ist eine. It's a trap. Naja, ich glaube schon, dass du einfach dem Ding, nicht folgen musst. Nee, da ist es ja reingegangen. Ja, siehst du. Jetzt bist du wieder. Lauf einfach geradeaus. Oh. Solange das dem Kind nicht passiert. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, da lang. Ja. Voll die Festtagsbeleuchtung. Mm. Der schaut sympathisch aus, irgendwie der Gang. Also da gehst du aber auch die Schleichwege. Ja. Oh Mann. Oh Gott. Ja, der. Das ist dann wieder wie so eine eng Geschichte. Kannst du gehen? Nein. Okay. Ja. Geht doch. Sind das Puppenarme, die da rausragen? Ja. Uah. Was ist da? Ist da auch irgendwas? Schauen wir mal, was da ist. Mhm. Was ist da draußen los? Oh, ein Karussell. Mhm. Cool. Keine Kosten gescheut. Ich meine, meine schlimme Kindheitserinnerung holen mich zurück. Ich bin mal als kleines Kind vom Karussell gefahren. Ja. Das ist bis heute. Oh, warte mal. Das schaut nicht gut aus. Ich. Oh, get the job. Get the motherfucking way out of here. Auf jeden Fall bin ich jetzt kleines Kind mal vom Karussell gefahren. Ich muss heute von meinen Eltern hören, ja, du bist damals vom Schwein gefallen. Vom Schwein? Ja. Das blöde Scheißding, ey. Ja, immer so richtig doof auf so einem Karussell auf dem Oktoberfest angestellt, auch irgendwie als Kind. Mhm. Das war so ein altmodisches Karussell. Da hätten wir fast. Ich weiß nicht, wie knapp es tatsächlich war, weil es echt schon lang her ist, aber. Scheinbar hätte ich mir fast den Fuß amputiert. Echt? Ja. Allein schon die Tatsache, dass es überhaupt geht bei so einem scheiß Karussell. Das war irgendwie mega langweilig und ich habe rumgezappelt und irgendwie, naja. In den Motor reingezogen. Ja, Gedanke ist nicht so schön. Warte mal, hier würde ich mich aber so ein bisschen, also wie gesagt, schau mal öfters mal über die Türen oder ob irgendwo was steht. Ich glaube halt echt, dass wir es schon verpasst haben. Da gibt es eine ganz coole Sequenz, aber ich mag auch nicht sagen, was es ist, falls es doch noch kommt. Naja, es ist auch egal. Musik. Was schaut ja fast normal aus hier? Ja. Meinst du Türchen? Ah, das Kinderzimmer, ja. Oh. Waren wir auch schon mal. Voll cool beleuchtet. Schau dir abgefahren. Ja. Ein bisschen übertrieben vielleicht, wenn du beleuchtet. Ich glaube, so kann kein Kind schlafen. Nee. Oh, ein Schlüssel zum Aufziehen. Genau den brauchst du für das Karussell in der Mitte. So, noch hier Wachsmalstifte, das war klar. Und die Springteufel machen wir lieber nicht. So. Oh, das ist der Hund. Hundi! Genau, da kannst du aufziehen. Oh, wir können mitfahren, cool. Yay! Es kommt. Ich glaube, ich habe so eine Vorahnung, dass man jetzt sieht, was mit dem Hund passiert ist. Oh, ich finde Springteufel. Oh, sind so. Habe ich so einen Schiss vor den Teilen. Da gab's so eine ganz schlimme Darkwing Duck-Folge mal irgendwann. Mit so dem Monster aus dem Springteufel. Oh. Ja, stimmt. Mortadella, genau so hieß das Ding, oder? Oh Gott. Bam, 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 bam. Ist abgefahren aus dem Gemälde, mir doch nicht. Diese Zeit gar nicht mehr. Das ist cool gemacht. Ne? Das ist schon eher albern noch. Das ist geil. Oh. Da waren alle noch zusammen. Da wird er langsam wahnsinnig. Mami im Rollstuhl. Ja. Oh. Ganz okay, Mami blöde. Schon weg. Was? Harsh Little Baby, the night is dark. Achso. Oh. Stars from above through the room goes dark. Oh, oh Mann.
Mama used to come to tuck you in. Now she's nowhere to be seen. Hallo? Ah! Ah, das war jetzt okay. Okay. Das ziehen wir nicht nochmal auf. Ja, das kostet auch immer so viel. Das ist immer diese Alter, was ist denn da los? Okay. Diese billigen Karussells sind teilweise echt teuer auf den ganzen Jahren. Ja. Also, und im Schnitt, also wenn es wegen nur ums Karussellfahren geht, ist man so ein normalen Freizeitpark. Liegt da was im Bett? Kann das sein? Oh ja. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ja, er hat sich scheinbar bei seiner Familie so ein bisschen bedient. Ich glaube, bei seiner Tochter wahrscheinlich die Haare abgeschnitten. Mhm. Ich hab mich in der Tür gehört. Gibt's auch so ein ist so geil. Ich kann wirklich den Scheiß, so ein koreanisches Horror-Game. Das heißt White Knight. Das funktioniert nur auf koreanischen PCs. Da musst du dir so echt so einen koreanischen PC emulieren. da gibt's das auch mit so, also das ist schon alt, also 2000, 2001 oder so, da gibt's das auch, Gone, okay, mit so einem riesigen Babygesicht, was die ganze Zeit da rumschreit. Oh, okay. Ich glaube, da kommt das so ein bisschen her. Ja, ich will da hin. Naja, aufmachen kannst du die nicht. Achso, ja. Muss das jetzt erstmal einsetzen. Gehen dann von selber auf. Aber wir haben uns den Brief letztes Mal gar nicht angeschaut, was da wohl steht. Und. Ja. Schaut ja schon alles ganz schön aus. Ah, ja, okay, jetzt erkenne ich es langsam. Mhm. Torso? Ne, eigentlich nicht so, die obere Hälfte eines Menschen. Ja, dem halt so das halbe Gesicht weggerissen wurde. Mhm. Ja, das kommt ja noch alles oben drauf. Ach so. Ist aber auch eine geile Idee, eigentlich mal so ein Bild anzufangen. Weißt du, so das ist tatsächlich so, wenn du Menschen zeichnest, so ein Porträt, mit den Knochen anfängst und dann so raufgehst. Ob das fürs Endergebnis, also für der Prozess ist wirklich cool, aber ob es fürs Endergebnis so zuträglich ist. So. I hate, okay. Ich hasse. Okay, jetzt stell mal wieder auf Englisch. Also ich habe den Eindruck, dass das mehr I hate you even now. Lost alone, hopeless. You have always been alone. You always will be you. Hoping. A grave error. Finish it. Finish it. Okay. Na gut. Ich würde aber sagen, für heute langt es dann auch wieder. Okay. Beim nächsten Mal schauen wir, ob wir jetzt noch ein wunderschönen Bestandteil des Bildes finden. Irgendwie habe ich das Gefühl, geht es ein bisschen schneller voran. Ja. Vielleicht, weil, ja. Vielleicht hat er beim nächsten Mal sogar schon zwei Augen. Ja, und Lippen. Naja, also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.